Ja, guten Morgen zusammen. Meditatives Malen heute und Thema speziell für dich: Erwecke deine besondere Gabe zum Leben. Und dieses Bild entsteht in Aquarelltechnik. Ach ja, und für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin. Ich bin hochsensibel und hochsensitiv und ich lebe seit über 22 Jahren alkohol- und drogenfrei. Ja, und auf meinem Kanal geht es um Kunst und Therapie im Dialog. Ja, und immer wieder das Thema, die Gabe, die besondere Gabe von hochsensiblen Persönlichkeiten. Und mein Lebensgefährte, der Karl, einige von euch kennen ihn ja, sagt immer bezüglich der Trockenheit: Schütze deine Trockenheit und die Trockenheit wird dich beschützen. Und das Gleiche empfinde ich auch bezüglich unserer wundervollen Gabe, was so viel bedeutet: Beschütze deine Gabe, also dich selbst, und die Gabe wird dich beschützen. Ich kann das wirklich eins zu eins bestätigen. Wenn ich bestimmte Fragen habe, wenn ich nicht weiter weiß, so wie im Augenblick, einige wissen ja, dass meine Mutter schwer gestürzt ist und im Krankenhaus liegt, noch im Krankenhaus im Augenblick. Und da habe ich natürlich schon auch die Gabe mit einbezogen, nachgefragt, was soll ich tun, wie kann ich helfen? Und ich bekam immer wertvolle Antworten. Ja, es ist jetzt nicht so, dass mir die Gabe einen klaren Text gibt, ne? Das ist nicht so, funktioniert es nicht, nein, sondern es sind Impulse, es sind Ideen, Gedanken. Auf einmal bekommt man ein wundervolles Buch geschenkt, Leute rufen an und. Also das ist wirklich total verrückt, wie dann die Gabe und ja, die höhere Macht, das Göttliche, dann wirkt. Also ich vertraue blind dieser Gabe und sie wird mich beschützen. Dessen bin ich mir sicher. Die Gefühle anderer Menschen beeinflussen dich. Vielleicht bist du hochsensibel. Hol dir noch heute mein Gratis-Workbook. Die Verlinkung ist unten in der Beschreibung. Ja, hier geht's weiter. Das ist... Also immer wenn hier eine Tasse Kaffee steht, dann ist es früh morgens. Erwecke deine Gabe zum Leben. Ja, wie erweckst du, oder anders gefragt, was bringt deine Seele, was bringt dich zum Singen? Was bringt deine Seele zum Singen? Wo ist die Liebe in dir? Für welche Aufgaben? Alles, was spontan entsteht, alles, was ohne Widerstände entsteht, das ist der richtige Weg. Also es ist nicht immer so einfach, komplett oder die Intuition sofort wahrzunehmen. Also dafür benötigen wir die Stille. Also ich kann ja nur von mir reden. Das bedeutet, in der Stille ist mein Schlüssel zu einer erweiterten Spiritualität. Jeden Tag ein paar Minuten Stille, mindestens ein paar Minuten. Und du wirst sehen, man spürt auf einmal, was man braucht und was man nicht braucht. Hier zum Beispiel sieht man, male ich eine Grenze. Ja, also auch das ist ein wichtiges Thema für hochsensible Persönlichkeiten, dieses Abgrenzen. Jedes Ding auf dieser Welt hat zwei Seiten. Ja, das ist das Schöne am Malbuch, wie man hier sieht. Man kann einfach, ja, man macht einfach mal weiter. Ich hatte da auf rechtes Bild keine Lust mehr und dann ging es links weiter. Das ist das Schöne an so einem Malbuch. Aber wir sind ja heute nochmal bei dieser besonderen Gabe, die Gabe zum Leben erwecken. Für mich oder für viele Hochsensible spielt natürlich auch die Natur eine ganz, ganz große Rolle.
riechen, schmecken, fühlen in der Natur. Ich war gestern ein bisschen traurig wegen meiner Mama und dann gehe ich immer raus in die Natur, ist ja bei uns gleich um die Ecke, und erzähle Mutter Natur meine ganzen Sorgen. Und soll ich euch was sagen? Ich gehe immer besser heim, wie ich raus bin. Immer. Und dann erzähle ich so, was Sache war. Es ist ja viel passiert jetzt in den letzten, nicht einmal in anderthalb Wochen, ist unglaublich viel passiert. Und dann erzähle ich das und mir ist es dann auch wurscht. Wenn da vielleicht mal jemand ist und der denkt, naja, mit wem redet ihr denn? Ich rede mit den Bäumen, mit den Blümchen, mit den Schmetterlingen. Gut, Schmetterlinge waren gestern keine unterwegs. Steine, mit allem, was so um mich herum wächst und gedeiht. Ja, das war jetzt mal so das Wichtigste heute. Achte auf deine persönliche Gabe, auf deine Gabe. Behandle sie mit Respekt, oder das tust du mir sowieso mit Sicherheit, liebevoll. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Also, pfiat zeich, pfiat dich.